Er hat über 2000 Follower auf Twitch. Er streamt mit Leidenschaft und in seinem Stream geht er um ETS, Minecraft und vieles mehr. Revi ist 25 Jahre alt. Er streamt gerne auf Twitch. Er hat mehr als 2000 Follower auf Twitch. Seit wann er dann auch streamt, kann man so vermuten 2018, 2019. Auf seinem Kanal gibt er unter anderem Story, KOP und Gelegenheit Spiele wie ETS, Minecraft und viele andere Community-Projekte. Er ist ein freundlicher Streamer und das beweise ich euch hier in einem kleinen Ausschnitt von ihm. So, jetzt müsste der Ton auch da sein. Ich hab doch gar nicht gelesen, was du genau geschrieben hast hier. Was hast du denn geschrieben? Ich hab da gar nichts mitbekommen, was du geschrieben hast, Robin. Sorry for Spam. Ja, Spam muss man auf jeden Fall nicht. Ja, Kartoffel hier. Weil ich das jetzt mit dem damals nicht so richtig hinbekomme. Ja, er ist ein sehr freundlicher Streamer und tut sich auch mit den Leuten unterhalten, austauschen, geht auch immer auf den Chat ein, und das macht ihn auch einfach, ja, sag ich mal, wunderbar, einzigartig. Ja, wir sind hier beim Kanal Design. So ist sein Kanal aufgebaut, man kennt ja Twitch, oder viele von euch kennen ja Twitch, Profilbanner, dann hier eine kleine Information über ihn, dann welche sozialen Medien hat er und die dann eben normale Wunschliste, Amazon, Trinkgeld, Streamprofil, was man eben nie braucht. Chatbefehle. Ja. Mehr haben wir hier eigentlich auch nicht. Und dann schauen wir uns mal den zweiten Teil von der aktuellen war da hier Minecraft? Ich habe doch eigentlich ETS ausgewählt. So, okay. Sorry, manchmal ist Twitch mir ein bisschen komisch, aber mal schauen. Schauen wir da mal rein. Okay, mach das. So, er spielt ja auch ETS, Minecraft, viele andere Spiele ja auch. Man kann auch sich mit ihm unterhalten, neue Spiele vorschlagen, die er vielleicht mal spielen sollte. Ja, was hat denn diese Person? Welche soziale Medien benutzt diese Person? Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Er hat Twitter, Instagram, YouTube, Discord benutzt. Ja, er ist Discord-Partner. Das sind auch die wenigsten. Sind Partner. Und sonst war das alles, was er hat. Ja. Dann kommen wir hier mal kurz zu den Verbesserungsvorschlägen zu ihm. So,
die Verbesserungen vorschlägt. Ich habe da auch mit ihm auch schon mal gesprochen und mir ist aufgefallen, dass die Kacheln einfach manchmal einfach zu durcheinander sind. Aber das weiß ich jetzt selber. Das ist sehr, sehr schwierig, die wirklich so gut wie möglich anzupassen, weil es geht manchmal überhaupt gar nicht. Weil Twitch tut es manchmal sowas machen, wenn du das irgendwie auf, ja, echt bearbeiten möchtest, dann geht das nicht immer so, wie es auch sein sollte. Und das ist manchmal sehr, sehr, sehr schade von Twitch, aber da müsste Twitch mal was echt ein bisschen anpassen, moderner machen, dass man auch genau sagen kann, YouTube soll in die Mitte, das soll rechts, das soll links, dann wird da auch alle ein bisschen schöner aussehen. Und nicht so hier, YouTube ist da, Instagram ist da, Twitter ist da. Da blickst du erstmal da nicht mehr durch. Aber da kann Revi überhaupt nichts, das weiß ich. Ja, dann gehen wir zu der Verabschiedung. So, das war wieder meine Kanalvorstellung. Schaut gerne bei ihm vorbei. Und ja, lasst euch unterhalten von verschiedenen Themen. Ich sage nun soweit schönen Tag. Wenn ihr selber mal in eine Kanalvorstellung rein wollt, dann schreibt mich an und dann wird ich so weit wie möglich gemacht. Und damit sage ich dann noch einen wunderschönen, schönen, guten Tag. Mach gut, bleib gesund. So, ich läuf hier lob heute nicht mehr weiter, oder? Ich habe immer irgendwie den Timer auf Verdächtigen. Da gibt echt keinen Timer. Keine Ahnung. Ah, okay. Dann damit mach gut, schönen Tag. Tschüss.